Interesse für die Veranstaltung so gross ist. Ganz speziell begrüßen wir unseren Landrat, den Roland Inauen, den sämtliche Vertreter von der Standeskommissionsmitglieder, die heute da sind, alle vom Grossen Rat, die anwesend sind, und ganz speziell entschuldigen bitte heute unseren regierenden Landrat, den Daniel Fessler. Er hat in Bern oben eine Nationalratssitzung, die bis zum 7. Uhr und kann darum heute leider nicht dabei sein. Von der Presse habe ich gesehen, die Appenzeller Zeitung mit Herrn Calderara, der Volksbund mit dem Thomas Riesen, den TV Oos Fernsehen ist da und vom Radio ist der Michael Breu vom Regionaljournal da. Ich möchte mich bei allen anderen politischen Gruppierungen und Verbänden ganz herzlich bedanken für das Mitorganisieren, insbesondere Martin Pfister von der SP, der mit mir zusammen oder mit uns zusammen den Anlass organisiert hat. Jetzt gebe ich das Wort unserem Moderator, dem Roger Fuchs, und ich hoffe, wir haben einen interessanten, spannenden Abend. Danke vielmals. Grüezi miteinander, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Wow, wenn ich hier in die Halle hineinschaue, fast ein bisschen Hallenstadion-Feeling. Nur werden wir da vorne kein Konzert bieten und ich habe auch kein Orchester, das die gleichen Noten mitgenommen hat. Also von dort her lassen wir uns überraschen, was für Partituren heute Abend hier gespielt werden. Das Ambulante Versorgungszentrum Plus hat schon ganz einen Haufen zu reden gegeben. Ich freue mich, dass wir heute zum ersten Mal Befürworter und Gegner von dieser Vorlage miteinander auf einem Podium haben. Die Debatte im Grossen Rat hat gezeigt, man kann über diese Vorlage stundenlang diskutieren. Und in den Medien ist auch schon ganz ein Haufen geschrieben worden. Wir werden heute Abend, jetzt im moderierten Teil, Grössenordnung eine Stunde miteinander schwätzen und nachher den Kreis auch öffnen für Sie, alle, die da sind, damit Sie Ihre Fragen und Anliegen können deponieren können. Und es ist so, dass wir Grössenordnung halbe Zehn, 20 vor Zehn dann auch einen Schlussstrich machen. Die Diskussion ist wahrscheinlich nicht abgeschlossen heute Abend. Aber wir hoffen, wir können miteinander auch einen Beitrag liefern zur Entscheidungsfindung. Und damit Sie dann auch wissen, was stimmen an der Landsgemeinde. Jetzt freue ich mich auf meine Protagonisten. Auf der linken Seite von Ihnen aus gesehen, der Stadthalter Antonia Fessler, der Herr Säckelmeister Thomas Rechsteiner. Auf der anderen Seite die beiden Grossratsmitglieder Monika Rüegg-Bless und Jakob Siegner. Sie stehen gegen die Vorlage ein, gegen das AVZ Plus. Und da hinten, haben Sie gesehen, haben wir noch ein Tischli eingerichtet mit zwei Herren, die dürfen sitzen. Josef Osterwalder, ärztlicher Leiter vom Spital in Appenzell und der Bernhard Günther, Gesundheitsökonom. Die zwei Herren werde ich im Verlauf vom moderierten Teil zwei, drei Mal ansprechen und dann werden Sie aus Ihrer Optik kurz analysieren, was Sie gehört haben. Und Sie stehen natürlich dann auch für Ihre Fragen und Anliegen zur Verfügung. Verfügung, insbesondere im zweiten Tag. Jetzt möchte ich einsteigen in den Abend mit einer kurzen, ein bisschen zugespitzten Frage. Eine Frage an jede Person, die heute da ist. Und wir fangen an mit Antonia Fessler. Frau Stadthalter, Sie könnten die Geschichtsbücher eingehen von dem Kanton, wenn man als die Frau, die ein neues Spital durchgebracht hat. Wie fest spielt die Motivation mit bei Ihrer Haltung? Danke, Roger Fuchs, für die Frage. Also, das ist für mich überhaupt kein Punkt, sondern mir geht es um die Sache. Es ist einfach so, dass das Spital jetzt im Moment alt ist, wo ich gerade Frau Stadthalter bin. Und dass wir jetzt eine Lösung für die Zukunft finden für das Spital. Wenn man jetzt zurückdenkt, wo das Spital gebaut wurde, wo jetzt da ist, dort weiss auch kein Mensch mehr, wenn du zuständig warst. Und darum, wie gesagt, da ist also Gott und etwas anderes. Es geht mir darum, dass wir die Gesundheitsversorgung, wie wir sie heute haben, auch wie, also ich weiss gar nicht, wie sie Zeit haben. Ja, ich hätte sie gerade angefangen. Also einerseits von der Versorgungstiefe und Breite her, die wir heute im Spital gewährleisten, auch künftig können anzubieten. Und dass man einfach auch die Handlungsfähigkeit vom Kanton in dieser wirklich originären Aufgabe vom Kanton, nämlich Gesundheitsversorgung, dass man dort die Handlungsfähigkeit auch für die Zukunft behalten kann. Ja,
Monika Rüegg, Bless. Ich habe eine Vermutung, warum Sie auf der Gegenseite stehen. Sie sind Leiterin von der Pflege an der Klinik für Urologie am Kantonsspital St. Gallen, habe ich im Internet gesehen. Mit anderen Worten, Sie sind regelrecht froh, wenn man das Spital mit ganz vielen Möglichkeiten hat, weil dann nehmen Sie mehr Arbeit in St. Gallen um. Ja, ich bin froh, dass ich diese Frage bekomme. Ich glaube, das ist ganz klar überhaupt nicht Motivation. Und ich kann sagen, Klinik für Urologie, ich weiss, das ist der Hobby, operiert hier ganz viel ambulant, ganz wenig auch stationär. Man sieht es vielleicht dann auch, wenn wir auf die Zahlen zukommen. Wir haben sehr gute Zusammenarbeit und das ist überhaupt nicht meine Idee. Ich glaube, ich habe ganz eine andere Motivation und die sage ich später. Gut, auf die können wir noch schwätzen. Thomas Rechsteiner, Ihre Zeit als Säckelmeister läuft ab. Da können wir lesen, Sie haben Ihren Rücktritt angekündigt auf die Landsgemeinde hin. Den Rücktritt haben Sie auch gut begründet. Und trotzdem, irgendwie hat halt der Rücktritt schon auch ein Signal wirkt. Also, Sie müssen nachher nicht mehr ausbaden, wenn es mit den Zahlen nicht aufgeht. Danke, Roger Fuchs. Es gibt zu diesen drei Sachen zu sagen. Das erste, als Spitalrat, der verantwortlich ist für das Spital, bin ich seit 7 Jahren in der strategischen Verantwortung von dem Unternehmen. Das bietet vielen Mitarbeitern eine Existenz. Und meine Verantwortung in der Politik bedeutet auch, dass die auch nach meiner Amtszeit noch eine Arbeitsstelle haben können. Der zweite Punkt. Wenn ich schaue, wie viel Mal, dass wir das Geschäft im Spitalrat und in der Standeskommission im Rahmen des Budgets, im Rahmen der Finanzplanung diskutiert haben und so beeinbettet haben in die Hochbauvorhaben von unserem Kanton, dann kann es nicht sein, dass wenn eine andere Person als Säckelmeisterin oder Säckelmeister tätig ist, dass dann da gerade weg ist. Also mit anderen Worten, das ist sehr gut aufgestellt, hat einen Fluss drin und kann auch so umgesetzt werden. Und dann, so ganz etwas Persönliches, mich interessiert es auch als Person, wenn ich ein Angehöriges von meiner Familie oder ich selber nicht das habe, dass ich wohnortsnah und gute Versorgung habe. Und darum stand ich voll für das. Jakob Siegner, offiziell haben Sie noch nicht gesagt, dass Sie Nachfolger werden wollen, aber wir munkeln einmal davon, dass das durchaus eine Option könnte sein. Falls es so ist, wie gehen Sie damit um, dass Sie vielleicht am Schluss etwas umsetzen müssen, was Sie gar nicht wollen? Das sind zwei Sachen. Zum einen sollen wir jetzt immer einen politischen Entscheidungsprozess sein. Das ist ein enorm wichtiger Entscheidungsprozess. Ich persönlich bin auch der Auffassung, die Diskussion um die Strategie von dem Spital Appenzell müssen bereits seit 15 Jahren stattfinden. Gott sei Dank finden sie jetzt in der Zwischenzeit seit etwa 15 Wochen statt. Das ist ganz eine wichtige Diskussion. Und am Schluss entscheidet die Landsgemeinde und die Landsgemeinde hat Recht. Und da, was der Landsgemeinde entschieden wird, das soll noch umgesetzt werden, ob es jetzt der Bau ist von dem AVZ Plus oder ob es jetzt der Auftrag ist, sich mit der Konzeption von etwas anderem auseinandersetzt. Dann eben das Zweite, es ist gerade eine gute Gelegenheit, um hier kundtun, dass ich nicht mehr kandidiere als Säckelmeister. Die berufliche Situation, die Beratung, relativ selbstständige Beratungstätigkeit, wir können beteiligen letztes Jahr an dieser Firma, wo ich seit 1,5 Jahren hier arbeite. Die Familie, ein paar Hobbys, es ist eine Bergbank. Da hat einfach als Ganzes liegt da nicht einen zusätzlichen 30 Stunden in der Woche drin. Da kann man drehen und machen, wie man will. Habe ich übrigens probiert, zum drehen und machen. Aber ich wäre an der Landsbindung zu viel. Gut, wenn wir so weitermachen, dann haben wir ganz genug für Breaking News. Immer kurz in der Hand. Los, Osterwaldo. Ganz kurz, Sie sind ärztlicher Leiter am Spital Appenzell. Was ist im Moment so die Gefühlslage der Mitarbeitenden? Wann nehmen Sie da wahr? Also ich bin sehr erstaunt, wie gefasst Mitarbeiter sind. Es geht um die Existenz der Jungen, der Mittelalteren und auch älteren Leute. Ich habe nie einen Klag gehört. Der Einsatz ist nach wie vor sehr gross, auch wenn man mit irgendetwas kommt, heisst es nicht, wir warten jetzt auf den Mai, sondern okay, da könnten wir jetzt durchführen. Also ich muss sagen, ich finde, es ist eine sehr gute Stimmung. Aber stimmt denn da, was man schon gehört, also wenn es Leute gibt,
wenn es so oder anders rauskommt, dann gehe ich. Also ich habe jetzt noch gelesen in der Zeitung, dass zum Beispiel Ärzte führen gehen. Ich weiß von dem nichts. Ich weiß von einem Kollegen, der hat mir da gesagt, dass er im Mai sich wieder zurückziehen aus gesundheitlichen Gründen. Ich habe schon wieder einen Nachfolger für ihn gefunden, aber sonst ist mir da nicht bekannt. Also, Bernhard Günther, Sie sind Gesundheitsökonom. Wie viele vergleichbare Diskussionen laufen zurzeit in der Schweiz? Etwa 6, würde ich sagen. Also in dieser Konsequenz, von gleich mit denen, wo man so überlegt, dass man muss. Und überall so hitzig wie jetzt hier in Appenzell? Ja, ein Wunsch ist natürlich immer eine monatsnahe Versorgung. Oder? Aber es gibt eben auch viele andere Faktoren, die man muss berücksichtigen muss, die eigentlich darauf hinweisen, dass wir das Gesundheitssystem umändern. Gut, wir kommen sicher noch auf das zu sprechen. Einfach noch zu sagen, Sie sind als Fachexperte hier, aber so ganz neutral sind Sie beide nicht. Sie, Josef Osterwalder, Sie stehen hinter dem AVZ Plus und Sie, Bernhard Günther, Sie sind skeptisch dem gegenüber. Darf ich das so kurz zusammenfassen? Gut, danke vielmals. Antonia Fessler, bringen wir es auf den Punkt. Ohne grosse Zahlenschlachten zu machen. Warum braucht Appenzell Innerrhoden ein AVZ Plus? Ein AVZ Plus führt uns das in Zukunft, dass wir heute im Spital oben anbieten können. Das ist eine Notfallanlaufstelle, das ist die innere Medizin und eine Orthopädie, wo wir in die Rundumtour anbieten können und viele Spezialitäten. Da ist etwa ein Drittel von allen stationären Fällen, die dienen oder haben, also Akuthospitalisationen, können wir heute im Kanton machen. Kein anderes Spital, auch wenn die restlichen auswärts gehen, übrigens traditionell gehen dienen oder ja auch Münzen auswärts gehen. Ja, kein anderes Spital hat den Marktanteil, den Spital Appenzell hat. Mit dem können wir wohnortmöglich auch in Zukunft die Versorgung sicherstellen für unsere Leute. Das ist einfach sehr wert. Aber umstritten ist ja insbesondere der Plus, also die stationäre Abteilung. Warum halten ihr an dem fest? Weil die stationäre Abteilung bietet einen grossen Mehrwert durch unsere Beurteilung. Wenn wir, und da haben wir natürlich auch dargelegt, für die, die mehr in die Tiefe interessiert, können in der Botschaft nachlesen. Wenn wir die stationäre Abteilung nicht hin, wären wir den Notfall nicht in dieser Art weiterführen können, wären wir einen Haufen Fallzahlen verlieren, insbesondere auch im operativen Bereich. Und letztlich wäre es ein Ärztehaus sehen, wenn man keine Station mehr hat, vielleicht mit kleinen Ergänzungen. Aber es ist nicht das, was für unser Spital ist, und es ist nicht das, was der Kanton muss planen und wo er muss auch seine Handlungsfähigkeit haben, zum Versorgung zu steuern. Dann sind wir vollständig von den anderen Kantonen abhängig. Thomas Rechsteiner, eben, wenn man so euch zulässt, der Standeskommission, man hat so den Eindruck, es gibt nur das AVC Plus und sonst hat man ja gehört, die geordnete Schliessung. Hat man denn da nicht als Politik schlicht Hausaufgaben nicht gemacht, wenn man keinen anderen Weg kann präsentieren kann? Also, man muss das Geschäft auch ein bisschen im Zeitraffer im Rückspiegel anschauen. Der Spitalrat hat der Standeskommission berichtet, was er prüft. Er hat Varianten prüft. Nämlich eine Schliessung. Vor allem er hat auch geprüft, ein AVZ ohne Bittenteil. Frau Stadthalter und ich haben Verhandlungen geführt, um alles zu verkaufen. Aber die Käuferin gesagt, ja, sie nehmen es, wenn der Kanton noch ein bisschen Geld schicken, um zu investieren. Oder sie wollen den Boden gratis nehmen und den selber überbauen. Zu dem haben wir selbstverständlich nichts ja gesagt. Und weil wir alle Varianten geprüft haben, haben wir sagen, jawohl, es ist ein politisches Geschäft vom Spitalrat und der Standeskommission weitergeleitet. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, haben, zu sagen, jawohl, da wollen wir, oder nein, wir wollen es nicht. Die Regierung, der Spitalrat und auch über 2/3 vom Grossen Rat sind dieser Meinung und da rechtfertigt, dass wir das so vorstellen. Also wenn ich die Pro-Seite zulasse, dann braucht es das AVC Plus, es braucht insbesondere die stationäre Abteilung. Monika, wie sehen Sie das? Das ist die Aussage von der Standeskommission. Wir sehen es ein bisschen anders. Für uns ist es klar, dass ein Ambulanzversorgungszentrum etwas sehr Nachhaltiges kann sein. Wir bedauern sehr, dass man das auch nicht in vertieft abgeklärt hat. Das ist eigentlich das, was wir sagen. Wir möchten gerne der Bevölkerung zeigen können, was das bedeuten würde, wenn man ein Ambulanzversorgungszentrum hat.
auch die Aussage von dieser geordneten Schliessung, dass alle Arbeitsplätze wegfallen, ich glaube, das ist etwas, das auch Angst macht. Und wir gehen davon aus, gerade wenn wir auch sehen, wie es im ambulanten Bereich die Entwicklung in der ganzen Schweiz boomen, die Spitäler bauen den ambulanten Bereich aus. Und ich denke, da ist auch, wir reden ja immer auch von einer Land, wo man gerne möchte mitbewirtschaften, dass man da sehr wohl eine Chance hätte und darum ich klar für mich, dass man das einfach fundiert haben sollte. Aber gleich nochmal nachgefragt, Jakob Ziegler, also sind jetzt ihr dafür, dass man das Projekt, wie es vorliegt, einfach den ambulanten Teil vormacht oder sagt ihr nein, zurück auf Feld 1, nochmal wirklich anschauen, was es für Appenzell braucht? Seid ihr uns aber. Wenn man schaut, was man in Appenzell braucht aus Sicht von einer medizinischen Grundversorgung im Sinne von der echten Bedürfnisse der Bevölkerung, dann gehöre ich dort sicher dazu ein ausreichendes Netz an Hausärzten. Es gehört dazu ein mobiler Rettungsstützpunkt, sprich eine Ambulanz, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit bestachten Partnern. Es gehört dazu eine angemessene Notfallorganisation, da muss nicht 24 Stunden drin sein. Und möglicherweise gehört ihm auch dazu ein Thema Langzeitpflegebinden. Und wo schießt ihr jetzt AVZ über das Ziel raus? Nebst denen verschiedenen Baustellen, die in der medizinischen Grundversorgung haben wir jetzt hier ein Akutspital, eine Ambulanz, weil man sagt, ja, es kann ja Sinn machen, dass man zum einen noch ein paar spezialärztliche Praxen hier hat, das mag sehen. Aber wenn man die Spezialärzte hier hat und wenn man den Notfall hier hat, dann macht es gerade Sinn, um noch eine Operationssaal zu haben oder zwei. Dann kann man aber nicht gut auslasten, dann brauchen wir doch aber gerade noch eine stationäre Abteilung und dann haben wir gerade noch einen Bettentrakt mit 13 Zimmern und maximal 26 Betten. Oder? Man baut eigentlich ein Modul ums andere baut man aufeinander in einem kleinen Turm. Man hat am Schluss einen Wunschzettel, man hat eine Maximallösung, aber man hat sicher dem Notwendigen und Wünschenswerten auch nicht so notwendig. Also mein Turm, der eigentlich nicht notwendig ist? Also, ich denke, das ist ja keine Maximallösung, oder? Herr Signer hat richtig gelingt, die verschiedenen Teile, die eine Gesundheitsversorgung aufmachen. Zur Diskussion steht jetzt nur der Spitalteil. Das andere ist im Moment, würde ich sagen, eine gute Ohrenlöse und weist auch keine wesentlichen Rücken auf. Und der stationäre Teil, Also der stationäre Teil ist nicht so, Grossrat Ziegler, dass man hier eins ums andere aufbaut. Man muss wissen, dass am heutigen Spital Appenzell bereits ein Ambulatorium, eine Ärztepraxis vorhanden ist, OP und eben auch ein paar Bett. Und jetzt ist das in die Jahre gekommen. Es ist nicht so, dass wir einen Wunschzettel hatten, wie es auch schon genannt wurde, und gesagt, wir nehmen da. Sondern die Spitalrat und die Spitalleitung haben geschaut, was können wir gut, was funktioniert. Auf dem bauen wir auf und für das brauchen wir eine neue Hülle, in Anführungszeichen. Und daraus gibt es auch Synergien, ich kann euch ein paar sagen. Eine Synergie ist zum Beispiel, wenn Sie heute im Ambulatorium sind und beobachtet werden, oder Sie können aus dem OP, ist da an zwei verschiedenen Orten, neu, wenn wir in einer modernen Infrastruktur können, die Eingriffe machen, wachen die am gleichen Ort auf. Also braucht es leider weniger Personal, aber es ist effizienzsteigend und das bedeutet, wir können gleich günstig unseren Betrieb weiterführen und wenn die Eingriffe weniger lang gehen, können wir auch, wenn wir genug Patienten haben, mehr Fälle in der gleichen Zeit prestieren. Darum ist es eigentlich wie ein Schallenprinzip. Wir haben ganz gute Werte am heutigen Spital, darum auch mit Zusatzleistungen und die wollen wir mit dieser Vorlage in einer neuen Infrastruktur modern, für moderne Arbeitsplätze, für unsere Mitarbeiter und für Ärzte, aber auch kundenfreundlich für Sie als Patienten gestalten. Aber Thomas Rechstein und Antonia Fessler, wie erklären Sie sich, dass, wenn man schaut in der Schweiz, primär ambulante Chirurgiezentren zunehmen und nicht Spitäler? Also ich glaube, das kann man so nicht sagen. Es sind ambulante Zentren, sind meistens grosse Spitäler vorgelagert, die aus tariftechnischen Gründen die Sachen so organisieren, dass sie ihre Ambulatorien aufbauen. Wenn man will, ein reines Ambulatorium betreiben will, das Eingriffe anbietet, ja, da müsste es vielleicht ein grösseres Spital sein, das das betreibt. Dann stellt sich eine Bank wieder die Frage, ja, wie gross muss die Einzugsgebiet sein, damit es sich für ein grösseres Spital lohnt, das zu betreiben. Und da, wenn wir jetzt so ein Modell hätten bei uns, da wären wir vollständig abhängig, könnten das Angebot nicht mitbestimmen.
Und ob unser Einzugsgebiet für das Modell passen würde, ist für mich mehr als fraglich. Wie ist mit dem Sinn, den ich vorhin noch sagen wollte, weil der ist von der Seite ein indirekt ein Entsprechbild an einem Bedürfnis. Wir müssen als Kanton eine Spitalplanung machen, also eine Spitalliste, wo alle Spitäler drauf sind, wo eher an seinen Routen können, eintreten können, auch wenn sie gar grundversichert sind. Mit dieser Liste müssen wir auch die ganze Versorgung abdecken. Das sind nicht im Spital Appenzell zur Hauptsache, das Spital von Bundesrode und vom Kantonsspital St. Gallen. Und mit diesen Spitälern auch entsprechende Versorgungsverträge. Und als wir diese Planung gemacht haben, mussten wir auch schauen, was bezüchtet der Innerrode heute an Akutspitalleistungen, was wir künftig bezüchen. Und wenn wir diese Bereiche anschauen, sieht man einfach die Fallzahlen in diesen Bereichen, sieht man ganz klar, dass eine innere Medizin, wie wir sie heute haben, wo geriatrische Fälle, insbesondere die betreuen ältere Leute, die vor Ort können bleiben mit nicht so schwierigen Gebresten im Medizin, intern medizinischen Bereich, plus eben eine Orthopädie, wo man sieht, dass ein Fünftel bis zu 20% sind, von der akutmedizinischen Hospitalisationen sind eben orthopädische. Und das sind wesentliche Bedürfnisse der Bevölkerung. Und da kann unser Spital hier abdecken. Also wenn man die Seite zulässt, Monika Webbes, man hat so den Eindruck, ihr macht ja hier in Appenzell mit dem Projekt nichts anderes als das, was wir schon haben. Eben, ihr packt eigentlich das bestehende Angebot in eine neue Hülle. Ist denn das bestehende Angebot schon daneben? Das Angebot ist nicht daneben, aber es birgt Risiken. Ich glaube, man muss klar sagen, Qualität für die Gewinnung von qualitativ guten Ärzten, da sind wir uns einig, das ist eine grosse Herausforderung. Es wird zunehmend schwierig. Es ist eine Tatsache, dass wir unsere Fallzahlen, da kann man sagen, wir haben 5 bis 6 Notfälle in 24 Stunden bei uns auf dem Notfall. Also sprich, wenn da jemand kommt, der arbeitet, dann muss er schon wahnsinnig fundiertes Wissen haben. Ich denke, Herr Rosenberger ist ein gutes Beispiel. Er hat ganz viel schon gesehen, bis er daher gekommen ist, damit er auch die Sicherheit kann gewährleisten kann. Es läuft der rein, der sich den Finger geschnitten hat, aber es läuft auch der rein, der Herzschmerzen hat. Und man muss dann richtig entscheiden. Und ich glaube, das ist noch wichtig zu unterscheiden, dass man die Unterscheidung macht. Von Belegärzten, die an anderen Spitälern auch operieren und auch in Fahrzeuge haben. Ich denke, bei der inneren Medizin wird es zunehmend schwierig. Ich meine, wir sehen die Schwierigkeit bei den Hausärzten. Warum soll es denn in einem kleinen Spital gelingen, fachlich gute Leute daher zu bringen? Jakob Signer, aber die Eigenständigkeit, die könnt ihr ja auch stolz machen. Ja, stolz schon machen, wenn es nicht gerade 41 Millionen kosten würde. Nein, wir haben doch die Situation, wenn wir nicht ein Kanton wären, sondern eine Gemeinde mit 14 oder 15.000 Einwohnern, dann würden wir die Diskussion nicht. Kommt niemand mehr Zeit, um die zu führen. Wir sind jetzt aber ein Kanton, wir haben ein Territorialitätsprinzip, wir haben staatspolitische Überlegungen und die führen dazu, wir wären der erste Kanton, der das abschaffen würde, wir wären der erste Kanton ohne Spitalbetten, wir wären der erste Kanton, der da irgendwo her springt und in eine Richtung von einer modernen Spitalversorgung sich zurücknimmt, um einen Rahmen zu schaffen, dass eben die bestehenden Kapazitäten vernünftig genutzt werden können. Wenn ein Kanton St. Gallen für 1 Milliarde seine Spitäler saniert, dann ist das einfach, anstatt zu sagen, nein, muss man vielleicht überlegen, ob ich 1 oder 2 will zutun, dann ist das einfach Besitzstand wahr. Bei Nossenrode, der Herr geht und sagt, von diesen 2 öffentlichen Spitälern, da man keins zutun, egal wie viel Defizit das macht, dann ist das einfach Besitzstand wahr. Und überall dort können wir als Innerrode den Einfluss nehmen. Das Einzige, wo wir einen positiven Einfluss geben können, auf das Gesundheitssystem in der Schweiz oder in der Ostschweiz, indem es mehr uns überlegt gibt, um etwas anderes zu machen als das, was vorhin gesagt worden ist, nämlich halt einfach das erneuern, was man gehabt hat. Und ganz konkret eine Lösung quasi für das 20. Jahrhundert wieder bauen. Nein, man könnte hergehen und sagen, nein, wir gehen einen Schritt weiter im Sinne des Ganzen und öffnen die Türen, um da quasi leuchtturmartig auch mal nicht auf etwas verzichten. Und ein Schritt weitergehen heisst ja für eure Seite als Vision zum Beispiel die Pflege- und Altersversorgung mit einbeziehen, oder? Da haben wir gehört. Als ein Thema. Als ein Thema. Als ein Thema.
wie gesagt. Und also wie soll das konkret aussehen? Also dass man Pflegebetten als Spitalbetten verwendet? Eben genau nichts. Oder die Gefahr ist ja da, dass da gerade Umkehr passiert in dem vorliegenden Projekt. Dass man sagt, wir wollen ein Spitalbetten und wenn wir es nicht nutzen, dann kann man es auch noch für die Langzeitpflege brauchen oder gegebenenfalls schwer palliativ. Wenn, dann geht es darum, wir sehen das alle, wenn es um Langzeitpflege geht und Pflege von älteren Mitbürgern, dann haben wir gerade etwas Neues, etwas Schönes geschaffen auf der anderen Seite vom Bächli. Und wenn man in dem Bereich von Langzeitpflege etwas macht, dann muss man das irgendwo logistisch, infrastrukturell und vermutlich auch organisatorisch am selben Gebäude anhängen. Bauen wir ein Spital? Ja, zu den Risiken. Ja. Vorhin sind gesagt worden, die Risiken sind groß. Es ist so, jedes Unternehmen hat Risiken. Und es ist in der Verantwortung von Geschäftsleitung, von Verwaltungsrat und in dem Fall auch von der Standeskommission, die Risiken zu bewerten und zu schauen, können wir die eingehen. Man soll zur Überzeugung gelangen, dass aus Sicht Kanton die Risiken Sache sind, aber die Nebenwirkungen die anderen. Die Medizin schwätzt jemand von Nebenwirkungen. Wenn wir uns auf die Einkäuferseite gehen, bei der Gesundheitsdienstleistung am stationären Bereich, sind wir abhängig von allen anderen. Ich kann sagen, da ist eine Freiheit, wenn ich die Leistungen einkaufen. Aber ich muss auch den Preis zahlen, den jeder häuscht. Eine Nebenwirkung oder ein Risiko im betrieblichen Bereich, das ist richtig. Das ist eine Herausforderung, dass man gute, qualifizierte Ärzte hat. Aber die Nebenwirkung ist auch, wenn man zutun, immer das Angebot gerne um dort. Und darum bin ich der Meinung, es ist richtig, wenn man von Risiken schwätzt, aber die haben zwei Instanzen, der Spitalrat und die Standeskommission, bewertet. Jetzt kann man es unterschiedlich betrachten. Jetzt kann man sagen, eine Planerfolgsrechnung, ja, da wird mit zu viel Fehlbudgetiert, darum sieht sie gut aus. Aus Sicht des Kantons, mehr auf Eigenständigkeit, allerdings, sei es mit Perspektive, in den politischen Diskussionen und auch im persönlichen Einsatz, sehr viel Wettbewerb, wird mir dann die Leichtfertigung aufgeben. Wir können es nämlich auch nochmal in Kürze wieder eröffnen. Das ist mir noch ganz wichtig, wir sollen uns Risiken bewusst. Wir haben nie gesagt, es gibt keine, aber wir haben sie so abgecheckt, dass wir sagen, jawohl, es ist vertretbar, wir können hinter dem stehen, weil die politische Bedeutung sehr groß ist. Gibt es gerne nochmal eine Antwort da? Ich muss sagen, Risiko Nebenwirkungen heisst ja auch, folgen Sie Ihren Apotheker oder Ihren Arzt. Und ich glaube, darum ist es wichtig, dass man vielleicht auch noch andere Fragen und dass man sich ein Bild machen kann. Ich möchte das noch so ergänzend sagen. Der Jakob Ziegler hat vorhin gesagt, wir bauen vielleicht Spitalbetten und irgendwann sind da Pflegebetten. Antonia Fessler. Das ist natürlich nicht das Ziel und überhaupt nicht beabsichtigt von der Standeskommission vom Spitalrat. Da haben wir auch nie gesagt. Was wir sicher heute schon haben, sind die Synergienutzungen, weil nämlich der Kanton seine Arbeitsinstitutionen, Alters- und Pflegezentrum und Bürgerheim hier zusammen mit dem Spital dort betreiben. Übrigens gibt es auch die andere Richtung wie die Synergie. Und wenn das Spital wegbricht, gibt es verdürende Effekte auf die bestehenden Betriebe. Man hört jetzt viel, ja, man muss im Pflegezentrum noch etwas anhinken. Eben für die alten Leute, da die Frage von Herrn Hofs, wie richtig gedacht, ja, sind denn da Spitalbetten oder Pflegebetten? Weil die Krankenversicherung kennt nur Spitalbetten oder Pflegebetten und auch der Kanton in der Planung. Also es ist nur selbstfinanzierbar. Und wir haben heute im Pflegezentrum bieten wir bereits Palliativpflege an, im Sinne von Pflegebetten. Und im Spital, im Rahmen unserer inneren Medizin, bieten wir geriatrische, nicht spezialisiert natürlich, aber für die einfacheren geriatrischen Fälle bieten wir dort eine Versorgung an. Was sicher ist, dass das Haus, wo man, wenn man es dann bauen das AVC Plus, dass da nicht 30 Jahre die gleiche Nutzung wird haben, wenn man das heutige Spital anschaut. Aber dort innen hat sich der Betrieb entwickelt und das Spital hat sich verändert über die Jahre. Und da wird natürlich auch künftig bleiben. Die Medizin wird sich verändern, vielleicht auch andere Faktoren. Das sind einerseits Risiken, können aber auch Chancen sein. Ist sicher beides enthalten, oder? Aber es wird einfach nicht all gleich bleiben. Man kann nicht sagen, da man jetzt festschreibt und hat, werden alle so sehen. Gut. Das Publikum wird ja dann auch nachher im zweiten Teil, wenn es etwas noch detaillierter will wissen, nochmal nachfragen können. Ich würde noch einen Punkt aufgreifen und nachher die erste Analyse nochmal von unseren Experten hören. Was wären eigentlich Auswirkungen auf den Notfall mit und ohne Plus? Weil Sie haben das Notfallwesen bereits angesprochen.
Monika Webb-Press, Sie haben hier Bedenken. Also ich sehe ja, wir haben ja schon ein funktionierendes, das wird jetzt, über das schwätzt man nicht so viel. Ich meine, es gibt das ANOS, also das ist bekannt, dass unsere Hausärzte ganz viele Dienste müssen machen, 50 bis 60 Dienste pro Jahr, und das hat es massiv verschwert, um auch junge, neue Hausärzte in den Kanton reinzubringen. Und man hat aus der Not raus, weil das ist wirklich ein Problem, genug Hausärzte zu finden, hat man gesagt, man muss übergeordnet eine Lösung finden, die innerhoden und außerhoden, wo die Ärztegesellschaft auch den Auftrag hat, wo auch vom Kanton den Auftrag hat, das den Dienst zu organisieren. Und ANOS hat am 1.1.2017 den Betrieb aufgenommen. Er ist vorgelagert am Spital Appenzell. Das ist auch so entstanden, wie dort mal noch das Spital. Appenzell in der Nacht gar nicht geöffnet war. Und es gibt eine gut funktionierende hausärztliche Notfallversorgung. Also klar, man muss irgendwo hergehen. Aber das heisst, wir brauchen am Spital Appenzell keine Notfallversorgung. Verstehe ich jetzt da richtig? Also eine hausärztliche Notfallversorgung ist existent. Das ist so. Und wenn bestehende Hausärzte Hintergrundsdienst machen am Spital Appenzell, dann machen sie nichts anderes, als wenn sie Picke machen zu Elsau. Also sie sind die gleichen Personen, sie haben das gleiche Know-how und das gleiche Fachwissen. Also ich glaube, das ist eine Tatsache. Also wenn ich es richtig verstanden habe, geht es um eine Frage, darum was passiert, wenn man keinen Plus mehr hat mit dem Notfall. Wir haben heute, Frau Rüegg hat es schon erwähnt, wir haben den hausärztlichen Notfall, und der ist alleweile ergänzt worden, in allen Kantonen durch den Spitalnotfall. Und der hausärztliche Notfall würde sich in meinen Augen nicht verändern, wenn es keinen Plus hat. Respektive es hätte wahrscheinlich eine Auswirkung auf den hausärztlichen Notfall machen, aber wenn man an unserem Spital, wenn es das Plus genommen ist, da haben wir bei der Ärzteschaft aufzeigen können, dann können wir den Notfall weiterführen am Spital Appenzell. Also die Notfallanlaufstelle müssten wir schliessen. Das bedeutet für den Kanton, dass einfach noch ein Notfalldienst in der Kantonsgrenze besteht, der während der Öffnungszeiten der Hausarztpraxen besteht, nämlich der hausärztliche Notfall, was sicher wegfallen würde, weil orthopädischer traumatologischer Notfall, den wir heute ja auch in einer guten Qualität anbieten, am Spital Appenzell, also viel wegfallen. Man müsste schauen, ob vielleicht jemand von den Hausärzten bereit wäre, weil wir als Kanton zwittig, dass innerhalb der Kantonsgrenze vielleicht bis um 8 Uhr am Abend Notfall wäre, dass man vielleicht da ins Geschäft kommt mit den Hausärzten, dass sie zahlen will, dass sie das höhere gewährleisten, zum Beispiel. Dann nehmen die aber das höre ich einfach über den Hausärzten, über die Hausarztpraxen, dann müsste es laufen. Dann nehmen die aber Kauf, dass der Notfall am Spital, wie es jetzt gehört, wegfallen wird. Wenn ich mit dem Kauf, dass noch zwingend eine 24 Stunden Notfallorganisation gibt, die ausschließlich und auch dark hier in Appenzell durchorganisiert ist. Wir nehmen dich auf, dass es eine Lösung gibt, wo Partner, ob es jetzt Hausarzt sei oder ein anderer Partner im Gesundheitswesen, das Ganze mittragen würde. Vielleicht auch noch eine Frage nochmal an die Seite, Thomas Rechsteiner. Warum tut man denn eigentlich in dem Notfall keine Lösung suchen mit der Appenzellischen Ärztegesellschaft? Warum wird das nicht irgendwie abgeglichen? Die machen irgendetwas Eigenes, ihr macht etwas Eigenes. Also die Organisation des Notfalldienstes vom Ärzten ist eigentlich nicht der Kernaufgabe vom Spital, sondern von der Ärztegesellschaft selber. Wir können aber aus Erfahrungen berichten. Wir haben den Notfalldienst im Spital eine Zeit lang, etwa 2 oder 3 Jahre lang, haben wir den teilweise offen gehabt. Das funktioniert nicht mehr. Das ist ein Notfall, wo ich anzeigen muss, gebüßt werden. Ich bin an ein anderes Ort hergegangen, mit dem Rettungsdienst oder mit dem Helikopter in einem Zentrumspital. Und so eine Anlaufstelle, bin ich der Meinung, macht absolut Sinn. Das ist eine tragende Säule auf unserem Konzept, das AVZ Plus aufbaut. Darum ist eigentlich die Organisation vom Notfalldienst, vom hausärztlichen Notfalldienst, nicht zwingend mit der Spitalfrage zu koppeln. Das ist so, wie es ausgeführt wird. Gut, und jetzt würde ich gerne mal so eine erste Bilanz oder Analyse hören von den beiden Experten. Herr Günther, was haben Sie sich für Notizen gemacht? Möglichst, also jetzt müssen wir mal nachdenken. Ich weiß nicht, was man sagt. Der Notfall ist sicher ein Problem und da haben Sie wahrscheinlich alles ein riesen Interesse daran zu wissen, was das geht. Aber ich muss einfach sagen, mit dem hausärztlichen Notfall, wie es mit einem, der funktioniert, kann man einen sehr grossen Prozentsatz einmal abdecken. Und nachher müssen wir mit einem Partner zusammenarbeiten, das ist klar, entweder der Kanton.
Kliniken aus St. Gallen und der Herisau, wo dann den Notfallteil würde übernehmen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass in einem Notfallset ohne Fluss, dass man klar begrenzten Notfalldienst über den Tag hat, kombiniert mit ambulanten Funktionsmöglichkeiten. Das ist etwas, was man sagt. Sie stehen ja im Plus gegenüber, also der stationären Abteilung, eher skeptisch gegenüber. Sagen Sie mal, jetzt, wo wir uns jetzt, warum die Skepsis? Weil es einfach eine kleine Einheit ist, oder? Wenn Sie schauen, wir haben 26 Betten, wir haben 13 Zimmer, das ist in einem normalen Spital ist das eine halbe Station. Und für die halbe Station müsste man alle Dienste aufrechterhalten. Und das ist einfach teuer. Und wenn man jetzt immer wieder hört, wir haben ein günstiges Spital, dann muss ich einfach sagen, das stimmt nicht. Sondern das Spital Appenzell ist knapp über dem Durchschnitt in der Schweiz. Ihre erste Bilanz, Josef Osterwalder, wir haben von der Gegenseite gehört, aber wird viele Sachen aufgetürmt zu einem Maximum, wo man eben nicht braucht. Also ich habe natürlich einiges aufgeschrieben. Meine Expertise ist seit 30 Jahren Notfallmedizin. Und ich sehe da jetzt ein bisschen anders, als was dargestellt worden ist. Der hausärztliche Notfalldienst existiert an und für sich in Appenzell nur noch so 10%. Die Hausärzte, die gehen nämlich vom Abend um 5 Uhr bis am Abend um 10 Uhr nach Herisau und sind dort in der Notfallpraxis. Also vom 10 Uhr bis am Morgen um 8 Uhr, 4 Uhr umeinander und Samstag, Sonntag natürlich auch. Selbstverständlich sind die Hausärzte auch da, wenn ein Patient etwas hat, dass man notfallmäßig sich anmeldet, aber das klappt nicht immer so gut, da kriegt man sehr gut von St. Gallen her. Und was machen sie mit der hausärztlichen Ferien und so weiter, wenn viel los ist. Also ich glaube, der hausärztliche Notfalldienst ist ein grosses Problem in diesem Kanton, aber auch im Kanton Appenzell-Ossenrode. Und wir glauben, dass wir jetzt mit dem Anfang mit Z Plus eben da im Griff überkommen. Und sagen Sie aber noch einen Satz dazu, weil da haben wir von der Gegenseite gehört, das Anfang Z Plus, da wird eigentlich das Maximum gemacht, statt das Optimum, sagen Sie so. Nein. Von mir aus gesehen wird es möglich gemacht und da, wo die Bedürfnisse für die Bevölkerung auch wäre. Wir wünschen ja da, dass man ältere Patienten im Spital akut kann behandeln. Das geht nicht um die Langzeitpflege. Oder ich glaube, da ist nicht das Spital, aber neben wo vielleicht ein älterer Mensch, wo eine Lungenentzündung hat, oder man ist sich nicht ganz sicher, man will es zwei Tage hospitalisieren, die kann man jetzt da sehr gut hospitalisieren, die werden vom Hausarzt betreut, etc. Warum nun noch einen operativen Teil und stationären? Also da ist mindestens nach meinem Verständnis immer sehr wichtig sein, die operativen Fächer, die bringen das Geld. Und die zweitägigen internistischen Notfallpatienten, die bringen nicht so viel rein. Wenn Sie schauen, Chirurgen verdienen viel, die Innermedizin verdienen nicht so viel. Aber unterschrieben ist es teuer, sagt Herr Bühl. Ich würde es querfinanzieren. Ich bin nicht ein Finanzfachmann. Ich sage nur einfach, aus meinem Verständnis heraus ist der operative Teil unterstützt eben genau den anderen Teil, den man gerne möchte. Wenn man den nicht hätte, glaube ich, dann wäre es sehr teuer. Gut, es wird ein bisschen länger in Redezeit. Kann ich jetzt noch mal vorziehen? Vielleicht liegt noch auf oder so. Gut, für den Moment. Okay. Aber jetzt mal fragen, es poppt, man sagt sehr viel teuer. Ich bin wirklich der überzeugten Meinung, dass die Aussage zustande kommt, wenn wir die Gemeinschaft die Kosten sauber ausweisen. Andere Spitäler, wir können da eine Base Rate messen. Wir haben nicht massiv erhöht, also wir haben die vergünstigte Base Rate, wir produzieren nicht teurer als die anderen, aber wir weisen die gemeinwirtschaftlichen Kosten aus. Ich bin nicht sicher, ob alle anderen, dass sie die gleiche Transparenz machen wie wir. Also wenn man Base Rate anschaut, oder, dann nachher sind sie irgendwie 9.500, oder? Das ist etwa der Durchschnitt in der Schweiz. Also man kann nicht sagen, es ist ein günstiges Spital, sondern es ist ein durchschnittliches Spital. Und andere Spitäler haben mit der gleichen Base Rate, das ist so ein Kostengewicht, wo man eigentlich auch aushandelt mit den Krankenversicherern, wo auch die Fallschwere berücksichtigt. Und sie haben eine geringe Fallschwere und sie haben eine hohe Base Rate.
Dazu haben sie eine extrem hohe gemeinwirtschaftliche Leistung. Extrem hoch. 18% von ihren Erträgen kommen über gemeinwirtschaftliche Leistungen hin. Das ist der höchste in der ganzen Schweiz. Genf ist 16%, Basel ist etwa 14%, Appenzell-Ausserrhoden ist 1%. Da können wir darüber streiten, ob alles ausgewiesen ist oder nicht. Oder? Aber da muss man einfach sehen, das ist, und das heisst, dass wenn Sie die gemeinwirtschaftlichen Leistungen zu der Base-Rate zurechnen, dann kostet Ihr Fall 12'000 und die anderen Spitäler 9'500. Und da kann man mir nicht sagen, das ist ein günstiges Spital. Für das Leistungsangebot, das Sie machen. Gut, und da lassen wir als Meinung von einem Experten jetzt einfach so. Ich möchte nicht, dass es jetzt eine Diskussion gibt zwischen den Tischli und den beiden Experten. Gut, gehen Sie noch kurz in den Blick, Antonia Wetz. Ja, also, wie wir sagen, es leidet überdurchschnittlich. Mit unserer Base-Rate muss man berücksichtigen, dass viele, die dran sind, sind Privatkliniken. Öffentliche Spitäler, Regionalspitäler, sagen jetzt, wo wir auch keine Regionalspitäler sind, sind also in dieser Gegend und die haben uns auch mit einem höheren Preis. So viel vielleicht mal, ja, im Licht, schon Licht höher, ein bisschen, ich war einfach höher. Und eben so, wenn Sie die gemeinschaftlichen Leistungen, wenn Sie die in Relation sagen, wir haben 18% vielleicht auf unserer Base-Rate in 500, aber in Genf. So ein Spital hat natürlich eine Base-Rate von wesentlich teuer, 11 oder 12'000, wenn Sie dort 14% drauf tun, dann sollten Sie natürlich in anderen Sphären. Einfach gerade, dass man eben mit dem vergibt. Aber gut, mit jetzt, dem Spital Genf ist man auch in einer anderen Sphäre als im Spital Appenzell. Also, ich würde gerne einen Punkt aufgreifen. Ich würde gerne einen weiteren Punkt aufgreifen und hier noch diskutieren. Wenn man in Appenzell geht der Weg allein weiter. Und ich würde eigentlich hier noch zur Diskussion stellen, Alleingang oder Regionalisierung, weil das hören wir auch immer wieder. Also gehe ich richtig in der Annahme, ihr, die gegen AVZ Plus sind, ihr seid unter dem Strich auch dafür, dass man eigentlich im Spitalwesen eher eine regionale Lösung suchen und nicht den Weg allein gehen. Nein. Nein, das ist überhaupt nicht. Nicht so. Also wir haben ja auch schon Experten beizogen in der Beratung, wo wir das Geschäft bekommen haben. Dann hat man den Heinz Locher beizogen, er ist auch Gesundheitsökonom, also auch wie der Herr Günther, von der gleichen Spezies, sagen wir mal. Und er hat die Vorlage studiert und er hat gesagt, er finde es gut, dass man die Grundversorgung aber festigen. Das hat er klar gesagt. Er hat gesagt, man kann da, wo jetzt bestehend ist, man kann den festheben. Dort auf die Versus ist jetzt nicht da, wo er sagt, da würde er empfehlen, weil das ist ein Gebiet, da ist kein Geheimnis, was sich in den nächsten Jahren wird verändern. Also der Bund wird fest das Augenmerk auf die Orthopädie legen, weil wir einfach eine starke Frequentierung haben. Also so ein Knie und eine Hüfte hat schon fast jeder. Und da wird man sicher Regulatien einführen, auch wenn die Quersubventionierung. Und er sagt ganz klar, ihr braucht einen starken Kooperationspartner. Also der Bericht ist auch aufgeschaltet, das ist kein Geheimnis, das steht dort. Er findet das Konzept gut, aber mit einem starken Kooperationspartner. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo wir ganz kritisch anschauen, wenn wir sagen, also wir sagen jetzt einfach, wir suchen, da hat auch der Stadtrat schon gesagt, es kann sein, dass das Spital in 5 Jahren wieder anders aussieht, weil das ist klar, weil man ja nicht weiss, was für Ärzte das denn da sind. Also es ist nicht eine Konstanz. Ich kann nicht sagen, wir werden immer einen Chirurg da haben. Und das ist ja jetzt schon so. Also der Chirurg, der eine, ist am Mittwoch da, der Professor Schmid von St. Gallen, der Herr Schawalder ist am Donnerstag da und Frau Brunner ist am Freitag da. Und von dem, vom Samstag bis am Mittwochmorgen, ist kein Chirurg da. Also dann kann man das nicht machen lassen. Und ich glaube, das ist das, wo wir sagen, wenn wir möchten, für die Bevölkerung etwas Verlässliches anbieten, dann brauchen wir, und da sind sich Gesundheitsökonomen einig, dann brauchen wir einen starken Kooperationspartner. Und wo ist der? Vom Spital Appenzell pflegt heute schon verschiedene Kooperationen, also einerseits mit dem Spital von Ausserrhoden, aber andererseits auch mit dem Kantonsspital St. Gallen.
Mit beiden Playern, das sind die, die natürlich für uns als Stachelpartner in Frage kommen, insbesondere das Kantonsspital St. Gallen, mit beiden haben wir ja Behandlungen geführt. Nichts bitten wir, müssen, dass man hier fusioniert wird, da wissen wir. Heute und darum setzen wir klar auf punktuelle Zusammenarbeiten, die eine Win-Situation sind für beide, weil die grossen Spitäler auch nur dann bereit sind, die Kooperationen einzugehen. Im Übrigen muss man sich die Handlungsfähigkeit und Unabhängigkeit erhalten. Da bin ich fest überzeugt. Wenn man von Regionalisierung spricht, ist es noch ein bisschen dasselbe Wort. Dann nehmen Sie den Anwalt ja wahr, regionalisieren. Wenn es Spitalplanung ist, das soll regionalisiert werden, also im Sinne des Spital ist, wo ich schon gesagt habe, dann ist Regionalisierung sicher möglich, kann man betrachten, aber Innerrhoden ist schon regionalisiert. Damit könnt ihr schon auf die Nachbarkantone der Versorgung in Teilen abstützen. Aber wenn man meint, wir können mit Kantonsspitälern, die privaten wären, dann wären wir draussen und würden weiterhin ihren Weg gehen. Wir können Kantonsspitäler fusionieren, grossen Stil zu Regionen, dann ist das einfach in meinen Augen ein Ding der Unmöglichkeit. Weil wenn nichts muss abgebaut werden, nichts geschlossen werden, dann verlieren in Kanton ein Volksvermögen. Und auch wir müssen daran denken, unser Spital ist auch ein bisschen unser Volksvermögen. Gehört jedem ein bisschen von uns, da ist mein Sinn gekommen, weil in dieser Studie von der Avenir Suisse, die auch viel zitiert worden ist, steht irgendwo drin, man soll Aktiengesellschaften machen mit den öffentlichen Spitälern und den Leuten die Aktien verschenken. Aber das ist ja heute schon so, da gehört uns ein bisschen. Und wenn wir auf das verzichten künftig, dann verzichten wir auch auf ein Stock Volksvermögen. Natürlich ist es wirklich ein kostendeckender Betrieb. Aber es gehört doch auch zu unserer Identität und zu dem, was wir als Kanton, jeder Kantonalbank, wie sehr bringt Geld und Spitalkosten. Also punktuelle Zusammenarbeit haben wir, Jakob Signor, aber die grosse Kooperationspartner, der fehlt. Mit der punktuellen Zusammenarbeit sind wir zufrieden oder das ist aber jeder zu wenig? Also, was nicht das Thema sein, ist Tatsache Regionalisierung im Sinne, dass man ein grosses Ganzes macht. Und dass dann irgendein Gremium über das Ganze zu sagen hat. Das macht für uns keinen Sinn, weil wir brauchen Kooperationen oder eine Kooperation, aber es muss auf unsere Verhältnisse dort zu Innerrhoden zugeschnitten sein. Wir müssen da können geliefert bekommen von irgendwoher, wo wir nicht selber können bringen oder was eben wirtschaftlich und technisch keinen Sinn macht, dass wir es selber erbringen. Aber Da muss im Zusammenspiel funktionieren. Aber wo sehen Sie denn noch neue Möglichkeiten, nebst der punktuellen Zusammenarbeit, die der Stadthalter erwähnt hat? Vielleicht, dass man halt, wenn man in eine Verhandlung geht, mal mehr versucht, auch ein bisschen zu gehen und nicht gerade zu nehmen. Dass man versucht, ein bisschen umfassender vielleicht die Kooperation auch zuzulassen und weniger auf dem einzelnen Punkt. Also können Sie es konkret sagen? Denken Sie gerade an den Öffentlichen? Nein, nein. Das ist ein Brutgeschenk. Und zwar, Frau Stadthalter und ich, auch von vielen Leuten müssen mitteilen, dass Geburtenabteilungen geschlossen werden müssen. So, in der Überlegung, dass alle in Appenzell dann fahren und auf Herisau gehen und mehr dafür in Appenzell, kann ich den Schwerpunkt dort bei dir machen. Nein, ist nichts. Also wir haben die Verhandlungen geführt. Aber wir haben Gebärabteilung beigetragen. Nein, 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 nein. Aber oder, wenn wir die Verhandlungen gehen, ich möchte allen drinnen drei Fragen stellen. Sind der Ursprung von zu vielen Mitteln, die hier gesagt werden, wirklich Innerrhoden? Zweite Frage. Löst Innerrhoden mit dem Verzicht auf 2 Dutzend Bett ein allfälliges Überangebot? Und die dritte Frage. Sollen wir von Innerrhoden aus wirklich alle Fälle, die man selber können, aus freiem Willen anderen überlassen? Ich sage dreimal nein, das können wir selber. Und meine Frage an Sie, Thomas Wertsteiner, ist denn ein Kleinspital wie Appenzell auch ein Innovationsdruck gewachsen? Ja, wenn man Innovation und Technik will investieren, sicher in eine neue Hülle und nicht in eine alte. Wir machen heute bereits Befunden von der Radiologie in St. Gallen, machen, da werden hier gefördert, und kann es am Computer in St. Gallen anschauen. Von dort die Tendenzen verschliessen sich der Spitalrat und die Standeskommission nicht. Aber niemand hier innen weiss, weil 20 Jahre Mode ist. Aber was man wissen ist, dass man Leute, lebendige Menschen behandelt, und zwar nicht bei ihnen daheim, sondern an einem Ort, wo sie auch nicht abliegen und sich gesund pflegen lassen. Und darum brauchen wir. Aber wie erklären Sie sich, wenn Sie sagen, man ist im Innovationsdruck gewachsen, wie erklären Sie sich denn, dass es zwischen 2.1 und 2.15 ein Fünftel weniger Spitäler gibt? Also man muss
das Gesamte anschauen. Wir haben ja in der Vergangenheit eine Defizitfinanzierung gehabt und dass man Konzentration macht, ist absolut richtig. Wir sollen im Spitalrat unter Druck, dass wir Kostenhütschungen produzieren müssen, dass wir mit der Base Rate, eben mit den Entschädigungen der Versicherten, raus müssen. Und aus dem hat es einen Wettbewerb gegeben. Aber Sie dürfen auch erst nicht vergessen, es hat Kantone gegeben, die vor dieser neuen Modellfinanzierung noch alle Spitäler saniert haben, mit Steuergeldern, mit Volksvermögen, wo wir sie heute oder eben an der Landsgemeinde fragen, ob wir das dürfen machen. Und dass es eine gewisse Konzentration gibt, gegen das weine ich mich nicht. Ich weine gerade dagegen, dass das, was wir gut können, zwei anderen so kampflos überholen. Wie kommt der Zinsschluss der kantonalen Spitäler auch unter Rücksicht? Ich weiss nicht, wer in dieser Zahl nicht ausgerechnet ist, oder? Wenn du das Ausserrode aus Hedisau und Herder eins macht, dann der Spitalverbund, dann fällt natürlich in der Statistik eins aus und kein fünf Kantone macht. Wie sehen Sie da mit dem Innovationsdruck der kleinen Spitäler? Ja, es ist angesprochen worden, technische Entwicklung, es ist angesprochen worden, neue Behandlungsmethoden. Wir wissen, der grosse Trend ist, weg von stationären Behandlungen hin zu ambulanten Behandlungen. Es gibt Kantone, die bis zu 13 verschiedene Eingriffsarten definiert haben, wo soll ich sagen, bei uns will man nicht, dass die überhaupt noch im stationären Umfeld, sprich mit Übernachtung, gemacht werden, sondern das soll passieren und dann soll sich die Person erholen und am Abend hingehen. Der Bund schiesst sich jetzt möglicherweise auf eine reduzierte Liste ein mit 6 deren Eingriffen. Es hat hier auch Eingriffe dabei, die hier in Appenzell durchaus in einer namhaften Quote passieren. Wir müssen aber auch wissen, dass Deutschland zum Beispiel die Liste mit 43 verschiedenen Eingriffen bereits hat. Da ist ein Trend und da ist eine Entwicklung und das ist in dem Sinne auch eine Innovation, dass man sich damit auseinandersetzen muss, was sind die Anforderungen von der Zukunft. Was ich einfach nicht ganz verstanden ist, eben wenn man jetzt sagt, Kleinspitäler, Innovationsdruck, die werden Mühe haben, im Innovationsdruck gewachsen zu sein. Warum hat denn Appenzell die tiefsten Gesundheitskosten? Also wie erklärt sich denn das? Ich glaube, damit die Gesundheitskosten ist dann noch vielleicht eine Frage für den Gesundheitsökonom. Was mir einfach noch wichtig ist, ich glaube, ein Trend, wo wir uns nicht verschliessen können, ist, dass die Subspezialisierung in jedem Fachbereich, also da ist etwas, wo man überall beobachtet. Also der Orthopäde heutzutage, da gibt es den Schulterspezialist, der macht nur Schultern, den Rückenspezialist, den Kniespezialist, der Gelenk einsetzt. Es gibt bei den Chirurgen den, der die Schilddrüse operiert, es gibt den, der nur Lungen operiert. Ich glaube, das ist eine Tatsache. Und die Allgemeinmedizin, die wir noch kennt haben, vor 30 Jahren, wo auch Kinder auf die Welt geholt hat, mit Kaiserschnitt, den gibt es nicht mehr. Und den, auch wenn wir den noch gerne hätten, das ist einfach nicht mehr so. Und ich glaube, das ist eine Realität. Und dann können wir uns nicht übersetzen. Und wenn man dann sagt, wir machen das gut, was wir machen. Ich glaube, das ist aber, man muss einfach auch realistisch sein, für das das ist. Und ein Teil von dem, was wir jetzt gut machen, wird abrutschen in ambulanten Bereich. Und auch wenn das alte oder ältere Patienten sind, die das machen müssen, Kassen werden ein Auge drauf legen. Also man muss jeden Fall begründen, das ist jetzt schon so, das wird so kommen, ab 2019, warum das jemand nicht ambulant operiert werden, sondern auch stationär. Also ich glaube, die Trends, denen sind wir überwältigt oder nicht, sind wir einfach ausgesetzt. Das ist so. Der Herr Gesundheitsökonom Bernhard Bülter. Investieren muss man, auch als Kleinspital, Technik ist teuer. Trotzdem hat man dort auf das Erinnerungen die tiefsten Gesundheitskosten. Ja. Also ich habe mir das auch überlegt, oder? Und das ist wirklich so, Sie haben die tiefsten Krankenversicherungsprämien. Oder? Also einfach Durchschnitt ist bei Ihnen 354 Franken. Und wenn man auf St. Gallen geht, ist es 470 Franken. Wenn man auf Genf geht, ist es 580 Franken. Also wir sind in einer ganz angenehmen Situation. Was sind die Gründe dafür? Oder? Ich habe nachher geschaut, die Kosten vom Spital, kann es nicht sein, dass das billiger ist. Es kann auch nicht der Taxpunkt sein bei den niedergelassenen Ärzten. Der ist ungefähr gleich wie in anderen Kantonen, vielleicht sogar noch ein bisschen höher als in anderen Kantonen. Es gibt einige, die natürlich einen höheren Taxpunkt haben. Und der Grund dafür ist, dass sie weniger ärztliche Leistungen nachfragen. Dass sie vielleicht auch weniger ärztliche Leistungen brauchen. Das finde ich ist natürlich schon eine gute Situation, das hat aber mit dem Spital nicht zu tun. Aber das heisst, wenn man die Fallzahlen steigern muss, dann wird sich das ändern. Muss ich etwas sagen?
Es ist natürlich schon so. Also, Sie haben vorher etwas gesagt, Aktiengesellschaften machen, Betriebe machen aus Spitälern und so. Da bin ich überhaupt nicht dafür. Einfach, um das mal klarzustellen. Wie? Ja, ich weiß. Aber einfach, um das mal klarzustellen. Oder? Weil dann kommt man natürlich sofort in Situationen rein, wo man sagt, man muss mehr Leistungen verkaufen. Und das ist nicht da, was eigentlich ein Spital dafür ist, sondern ein Spital ist dafür, dort Leistung zu bringen, die es braucht, und nicht Leistungen zu kreieren. Und von dem her gesehen, wenn man jetzt hergeht, eben jetzt auch da den Finanzplan anschaut und sagt, man muss mehr Fälle haben, dann besteht natürlich eine gewisse Gefahr. Da ist die ökonomische Logik dahinter, oder? Hinter der ganzen, hinter dem Finanzierungsmechanismus, den wir heute haben, und hinter der Transparenz, die wir heute haben. Und das wäre natürlich, das ist nicht unbedingt das, was aus einer gesellschaftlichen Sicht notwendig ist, oder? Sondern das ist ein unternehmerischer Entscheid, wo man... Ich könnte Ihnen ein Beispiel erzählen von Vorgaben, die es gibt in Spitälern, wo man einfach das Gefühl hat, dort laufe ich ja nie mehr durchs Areal durch, weil sonst würde ich über den Tisch sagen. Und wir haben in dem Block ja diskutiert, Alleingang oder Regionalisierung. Und ich habe von Frau Stadthalter rausgehört, den grossen Kooperationspartner gibt es nicht. Wir haben punktuelle Kooperationen. Warum lange da für Appenzell? Weil wir im Moment können wir gut stark mit dem. Also wir können die Bevölkerung wir können die Bedürfnisse der Bevölkerung befriedigen. Und in Zukunft? Denke ich auch, wenn man ein neues Spital hat, eine neue Infrastruktur. Ich bin auch schon in Verhandlungen mit Leuten, die Interesse haben, namhafte Leute. Aber natürlich sagen wir, müssen sicher sein, wie die Zukunft da ist. Also wo Interesse haben, war neue Belegärzte? Ja, also das ist auch das Geld in den oder? Man hat jetzt immer vom Chefarztsystem gekriegt. Und das ist natürlich nicht so einfach, wie das jetzt immer dargestellt worden ist, dass man da einfach einen anstellt, zu 50% oder 100%, sondern wir denken, dass sich die Leute, und das ist nicht nur gerade eine Person, vielleicht zwei, drei, die Subspezialitäten hätten, dass die zu uns kämen und den Teil von ihren Leistungen natürlich würden selber in der Praxis leisten und der andere Teil als Gemeinschaft, wirtschaftliche Leistung, würde im Spital zahlen, dass Spital geführt werden. Und ist das Spital Appenzell genug attraktiv, dass ja, die ja, Ich habe, wie gesagt, ein Kollege, der Leute, die man fast alle drei Wochen in den Staat sitzt und die immer sagen, ich kann es noch nicht sagen. Ich will nur noch etwas zu den Fallzahlen kurz sagen. Fallzahlen steigern, geht natürlich. Man wird immer, ich habe selten, wenn ich in Harvard noch studiert habe, und zwar Gesundheitsökonomie, ich auch ein bisschen Public Health, habe aber viel vergessen. Aber eins ist ein Problem. Wenn mich interessiert Medizin, die haben immer gesagt, dass Konkurrenz gut ist. Und wir sind der Konkurrenz für die Umgebung und auch für Privatspitäler. Und wir ziehen Privatpatienten an. Also ich habe noch nie in einem Ort gesehen, dass man so einen hohen Anteil an Privatpatienten, das ist ein staatliches Spital, ich glaube, geht bis bei 25% oder noch mehr helfen. Also ich bin absolut erstaunt. Da kann noch ein Stichwort, ich würde es noch aufgreifen, noch komme ich wieder zu euch, wenn Sie sagen, man tut Patienten anziehen, dann nehme ich jetzt gleich noch Wunder von Ihnen als Experten. Man hat ja den Schwerpunkt am Spital Appenzell mit der Orthopädie. Aber da steht man doch genau in Konkurrenz mit dem Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden. Da steht man auch in Konkurrenz mit den Privatkliniken. Setzt man denn da wirklich auf den richtigen Schwerpunkt? Auf alle Fälle. Also, die Orthopädie ist jetzt, ich habe nichts dafür, dass Patienten Hüftprobleme haben, Arthrosen und Knieartrosen haben. Und dass man das heute kann, relativ medizinisch gut richten kann. Das sehen Sie auch so, Herr Günther. Ist das der richtige Weg auf Orthopädie setzen? Also wenn man ein Spital hat in der Region, wo zwischen Weihnachten und Neujahr zutut, wo Orthopädie macht, dann muss man sagen, irgendetwas stimmt gerade nicht. Es ist offenbar eine Überversorgung in der Region. Und ich glaube nicht, dass da der richtige Schwerpunkt ist. Ich würde jetzt auch nicht gerade einen anderen sagen, aber wir haben eine Überversorgung in der Region. Also, meinigen auch da gehen Sie auseinander. Gibt es auf die Aussagen von den Experten da, von denen heute Personen noch miteinander? Wenn ich mich noch mal daran erinnere, was ich vorhin gesagt habe, der orthopädische Eingriff macht also fast ein Drittel von allen Hospitalisationen von schweizweit aus, oder? Das ist eben etwas, was häufig muss gepflegt werden. Und wegen der Spezialisierung, die Frau Rüger redet,
Das ist natürlich nicht, dass man da in unserem Spital nicht machen kann. Es gibt schon heute bei uns Belegärzte, die spezialisiert sind, zum Beispiel auf die Handchirurgie. Oder? Da ist auch möglich, auch am Belegärztespital. Und wenn man meint, es müsste drin sein, ja, noch größere Spitäler, wo dann jeder quasi gerne das Kleine macht, wo man dann vielleicht vom leitenden Arzt operiert hat, wo man dann nachher nie mehr sieht während dem ganzen Aufenthalt, so ist dann bei uns nämlich nicht das. Wir haben ja noch Fachärzte, die Patienten selber betreuen. Ich glaube einfach, dass es eine Gegenbewegung kann geben, dass es eine Chance ist, wie ein Krisenspital wie Appenzell, dass man auf dem Markt eine Chance hat, da persönliche Betreuung hat, im kleinen Umfeld. Und künftig, wie wir ja schon gehört haben, Medical Tourism und alles da, was so in die Zukunft hinein, denke ich einfach, wir tun gut daran, in diesen Bereich zu investieren und kann hier Appenzell reinrollen, weil Appenzell ist auch eine gute Destination, um hier vielleicht noch weiter in den Boden zu haben, wo wir im Zimmer arbeiten, in diesem Spital. Darum ist es wichtig, den Nukleus selber zu sichern. Gut. Gibt es noch, ihr ist okay, wenn wir es so verstehen, oder gibt es ganz dringende Antworten noch? Also ich glaube, wir müssen einfach sagen, bei uns ist über die Hälfte der stationären Patienten sind orthopädisch. Also ich glaube, man kann das als sehr positiv anschauen, aber man kann es auch als Risiko anschauen, weil wenn es in diesem Bereich eine Veränderung gibt, dann betrifft das sehr wohl das Spital. Und das mit dem zusatzversicherten Patienten, das ist etwas, was jedes Spital braucht, weil die quersubventionieren. Aber wenn man davon redet, dass man für unsere ältere Generation Sinn holen, behaupte ich, dass da ganz wenig private Zusatzversicherungen sind. Und ich glaube darum, dass man da dann nicht ins Feld kann führen. Geben Sie mir noch 10 Minuten für den letzten Punkt, den ich gerne aufgreifen würde. Und nachher würden wir dann auch den Kreis öffnen, dass natürlich auch Sie können Fragen stellen können. 41 Millionen Franken soll das AVZ Plus kosten. Thomas Rechsteiner, warum? Möglichst kurz auf den Punkt machen. Warum vermögen wir da einerseits Bauer, andererseits Betreiber? Wenn man ein Geld hat, dann muss man hausen. In dieser Situation ist der Kanton Appenzell Innerrhoden. Wenn wir uns gut überlegen, wieso man ein Immobilieninvestment machen will, dass man einen Betrieb hat, der eine Miete zahlt. Wenn man es so objektiv anschaut, ist heute 41 Millionen für eine Gegenleistung von 1,4 Millionen Miete aus Sicht der Finanzplanung des Kantons zu finanzieren. Der zweite Teil der Antwort, kann auch der Betrieb zahlen? Haben wir fest mit dem ab, wie der Betrieb funktioniert. In der Planerfolgsrechnung zeigen wir, dass es realistisch ist, eine Miete zu zahlen in dieser Höhe und dann ist aus Sicht Kanton das Investment gezahlt. Wir wären aufgrund unserer Abschreibungsmethode die ersten 12 Jahre müssen die Mietzinseinnahmen einnehmen, als dass der Abschreiber und der Unterhalt kostet und ab dem 13. Jahr trölt es. Das Ergebnis ist das, was wir heute haben. Heute zahlt das alte Spital im Kanton eine Miete von fast 1 Million. Und wenn Sie mal drinnen gesehen sind, sehen Sie, dass mehr als unterhaltsbedürftig wäre. Also mit anderen Worten, wir haben jetzt schon ein bisschen Reserve zahlen. Und noch kurz auf den Punkt gebracht, aber wie fest belastet denn der neue Spital AVZ Plus noch auf Kantonsrechnung? Also können Sie da Zahlen nennen? Ja, wir haben es ausgerechnet, wie die finanzielle Tragbarkeit ist, wenn wir jetzt würde sagen, wir müssten schliessen und alle stationären Angebote außerhalb des Kantons einkaufen. Heute ist es so, dass der Kanton etwa 9,3 Millionen für außerkantonale Hospitalisationen zahlt und der Aufwand für die Hospitalisation im eigenen Kanton sind 2,2 Millionen. Wenn wir jetzt würden schliessen, gäbe die 2,2 Millionen auch in andere Spitäler oder andere Kantone. Das heisst, die Kosten würden sich verschieben aus Sicht der Staatskasse. Was würde bleiben, wäre eine Vorhalteleistung für Rettungsdienste, etwa 0,5 bis 0,7 Millionen. Im Notfall müssen wir, wenn wir eine Schliessung machen, auch zuerkennen. Was heute der Kanton auch trägt, ist ein allfälliges kleines Defizit vom Betrieb. Da würde er in Zukunft, wenn wir es schliessen, auch nicht zahlen. Unter anderem Strich kann man sagen, heute mit Spital, mit dem Defizit, mit den Vorhalteleistungen, investieren wir pro Jahr 13,9 Millionen. Wenn man den Laden runterlassen würde, wären es rund 12 Millionen. Was hier aber noch nicht berücksichtigt ist, sind gewisse Synergienutzungen zwischen dem Alters- und Pflegezentrum, Bürgerheim und dem Spital. Denn die heutigen Mietzinseinnahmen, die ich vorhin schon erwähnt habe, die fast 1 Million, die der Kanton bekommt für ein Gebäude, das schon abgeschrieben ist und baufällig ist.
Und, weil dieser Berechnung auch noch nicht drin ist, sind positive volkswirtschaftliche Effekte. Ich will einfach daran erinnern, wenn man einen Betrieb ansiedeln mit 15 Millionen Umsatz, 60 Arbeitsstellen und etwa 13 Ausbildungsstellen, würde man unheimlich springen. Jetzt geht es darum, den zu erhalten. Fazit, uns kostet da etwa 1,5 bis 2 Millionen und die Standeskommission ist der Überzeugung, dass wir das können und wollen finanzieren. Okay. Ich schaue die gleichen Zahlen etwas anders an als der Herr Sickelmeister. Wir haben, es ist erwähnt worden, wir haben den Mietzins von 1,4 Millionen, etwa 6 mal 100, die braucht Lohnunterhalt und Betrieb, sodass noch etwa 8 mal 100 die Vorrat bleiben, um Abschreibungen tätigen. Es sei denn, man kommt auf die Idee, um sich für das Geld, das man zur Verfügung stellt, an Eigenkapital Zins auch zu rechnen, dann muss weniger. Die 8 mal 100 pro Jahr, die sollen etwa die Hälfte von dem, was ich eigentlich brauche, wenn ich das Gebäude will, über 25 Jahre abschreiben. Das heisst, ich habe im Prinzip ein Defizit jedes Jahr von etwa 800'000, wo man fehlt bei der Abschreibung. Ich komme das Geld nicht über. Jetzt kommt dazu, die gesamthaft 1,9 Millionen gemeinwirtschaftliche Leistungen, sagen wir ehrlich, das ist nichts anderes als Subventionen für Teilbereiche, die per Definition nie rentieren werden. Also das ist der Notfall, das ist der Rettungsdienst. Der Rettungsdienst, ganz genau. Gibt es eben 2,7 Millionen. Wenn ich das anschaue, kann ich in 15 Jahren noch einmal aus der Kantonskasse noch einmal 41 Millionen zahlt. Das, wenn man es linear anschaut. Wenn man es so anschaut, wie der Sekretär ausgeführt hat, dass man nämlich am Anfang mehr abzahlt, mehr amortisiert, dann ist das Defizit zulasten von der Kantonskasse schon gern bereits innerhalb von 10 Jahren 40 oder 41 Millionen. Und das ist kein Investitionsrecht. Jetzt ist die Frage, also, recht hast. Nein, es ist die Frage der Betrachtungsweise. Wir haben ein Rechnungslegungsmodell, das heisst HRM2, und in dem sage ich, wir müssen alle Hochbauten im Kanton auf einen bestimmten degressiven Satz abschreiben. Wir zahlen auch nicht bei allen Hochbauten Miete im Kanton. Eine Hallenbahn zahlt zum Beispiel keine Miete und der Kanton finanziert es auch. Ein Gymnasium zahlt eine Miete, andere kantonale Hochbauten zahlen keine Miete. Und darum ist die Berechnung, die wir da im Finanzplan eingestellt haben, eben auch zwei grosse Hebel. Ein Hebel ist, falls ein Betriebsdefizit gibt, die müsste der Kanton übernehmen. Und der andere Hebel ist, der Abschreiber, den der Kanton vollumfänglich übernimmt. Aber in einem Mietlösen ist es einfach so, dass der Eigentümer den Abschreiber muss zahlen. Jeder, der in einer Mietwohnung ist, zahlt mit der Miete den Abschreiber von diesem Haus oder von dieser Wohnung. Und er muss nicht nur zusätzlich Geld zahlen, dass der Eigentümer abschreibt. Aber ich bin in der Meinung, es ist die Frage der Betrachtungsweise. Nach unserem Rechnungslegungsmodell ist es korrekt, das ist öffentlich, das kann man auch nachvollziehen. Aber ist auch so, Antonia Fessler, gemäß euren Berechnungen oder eure Berechnungen erfüllen sich nur, wenn letztlich auch Fallzahlen sich massiv steigern. Das ist auch so. Und woher nehmt ihr die Zuversicht, dass die Fallzahlen sich dermaßen steigern? Wir gehen davon aus, das ist klar, dass mit der neuen Infrastruktur der Betrieb sehr viel attraktiver ist. Wir haben schon vom Herrn Osterwalder gehört, auch für weitere Belegärzte in Fächern, zum Beispiel, die wir im Moment noch nicht haben, aber auch attraktiver für Patienten aus der Region, ich weiß nicht, woher, wo wir sagen, ja, sie haben ein neues Spital, ich gehe nicht rein, sind ja auch noch gute Töchter, oder? Und das verteilt sich auf alle medizinischen Bereiche, gehen wir von einem gewissen Zunahme aus. Plus, dass wir noch zusätzliche Felder können abdecken können. Und dass da zusammen ein Fall Zunahme gibt von heute 1000 auf 1200 im Jahr nach der Eröffnung. Dann. Also wenn quasi das Spital eröffnet ist, wird noch ergänzen. Wir haben vorhin gehört von der ambulanten Liste, da haben wir bereits berücksichtigt. Wir müssen die Werte auch der Kanton Appenzell-Innerrhoden, die Liste müssen einführen und auch wählen müssen. Ambulant von stationär und da haben wir in einem überarbeiteten Plan bereits einflüssen lassen, dass eben in gewissen Fällen vom stationären ins Ambulant über die Werte sind. Da muss klar sein, Geld verdient das Spital nur im stationären Bereich, nicht mit dem Ambulant, das heißt, jenen ergänzendes Dienstleistungsangebot. Zudem gehen wir davon aus, dass wir gewisse Einsperrungen haben, dadurch, dass wir eben die Arbeitsprozesse weniger personalintensiv gewährleisten können. Teilen Sie die Zuversicht, Monika Wirth-Bläser, dass man so viel
mehr Fälle hat, nachher hier im Spital Appenzell. Also ich glaube, man muss einfach sehen, es ist eine Tatsache, Fachärzte zu rekrutieren, ist zunehmend schwierig. Und ich freue mich, wenn Herr Osterwalder in Kontakt ist mit Kollegen. Ich denke, das sind aber auch schon die auch gestanden, die erfahrenen Leute, die dann sagen, ich komme an so einen Ort her, weil sie auch viel Erfahrung mehr mitbringen. Und ich frage mich einfach, ob das mittel- und langfristig eine Lösung ist für unseren Kanton, immer wieder müssen ausziehen nach Ärzte suchen, zu merken, dass es schwierig ist, dass auch Leute, die vielleicht schon in einem Pensionsalter sind, sich noch beschäftigen. Ich meine, es ist eine Realität, der älteste Belegarzt wird die Eröffnung vom Spital 87 sein. Die Frage ist, ob er dann noch aktiv ist oder nicht. Also ich meine, er ist noch drauf. Und ich glaube, ich weiss nicht, ob man da kann sagen, ich bin keine Zahlenfrau. Ich glaube, viele wissen das da drinnen. Mir geht es auch nicht um Zahlen und die 41 Millionen. Aber mir geht es darum, wenn wir dort ein neues Spital haben, dass wir auch in guter Qualität die Leistungen anbieten können. Und da habe ich einfach ganz, ganz grosse Fragen zu. Gut, und ich gehe noch einmal zu den Experten und noch öffnen in den Kreis. 41 Millionen neues AVC Plus für Appenzell. Ist da wirtschaftlich leistbar? Wie sehen Sie da? Gut, natürlich können Sie das zahlen. Also die 41 Millionen können Sie zahlen, das ist für mich außer Frage. Oder? Die Idee von dem Spitalfinanzierungssystem, das man heute hat, dass man mit diesen Fallpauschalen schafft, mit diesen Diagnosebezogenen, ist aber, dass man die Infrastruktur auch damit zahlt. Und ich habe die Rechnung nicht nachvollziehen, Herr Säckelmeister, wo Sie gemacht haben. Also mir fehlen auch immer etwa 800'000 pro Jahr, wenn ich das angeschaut habe. So, dass man quasi mit der gemeinwirtschaftlichen Leistung, die man zahlt, immer auch noch einen Teil Infrastruktur zahlt. Und das ist eigentlich die Idee vom DRG-System. Kann man darüber streiten. Es ist natürlich, andere Kantone machen das auch, wenn sie irgendwo ein Spital erhalten aus irgendwelchen Gründen. Und es gibt Gründe dafür, weil die Distanzen weit sind. Das würde ich jetzt da nicht unbedingt sagen, dass das ein Grund ist. Aber das andere, was kommt, ist ambulant vor stationär. Sie haben das einmal ein bisschen korrigiert. Sie haben ein paar Eingriffe weggenommen. Sie haben das angepasst. Dort muss man einfach sagen, das ist so eine Tendenz, die sicher wird noch viel stärker werden, sobald das Finanzierungssystem insgesamt sich verändert in den Spitälern. Wenn nämlich denen, heute haben die Krankenversicherer eine Hemmung oder sind nicht so begeistert davon, oder, ambulant vor stationär, weil dann müssen sie alles selber zahlen. Wenn es stationär gemacht wird, zahlt 55% der Kanton, 45% zahlen Krankenversicherungen. Und dann gibt es so ein paar Eingriffe, die im Kanton Zürich oder im Kanton Luzern auf der Liste sind, auf den 13er Liste sind, die für Krankenkassen viel teurer sind. Darum sind sie nicht so wahnsinnig begeistert davon. Man diskutiert heute aber auf Bundesebene, und das ist auch in dem Expertenbericht vom Bundesrat drin, eine einheitliche Finanzierung. Und sobald eine einheitliche Finanzierung kommt, also nicht die zwei, die Spitäler finanzieren, sondern nur noch ein Topf von Spital finanziert, dann werden die ambulanten Leistungen massiv zunehmen. Dann werden die Krankenkassen auch dafür sorgen, dass man möglichst viel ambulant macht. Gut, Herr Osterwalder, von Ihnen noch ganz kurz, 41 Millionen wirtschaftlich prägbar. Also ich bin Mediziner und für mich ist das Wohl für den Patienten das Wichtigste. Ich hatte das Privileg und das Glück, dürfen jetzt fast 40 Jahre arbeiten als Arzt und mich nicht gross müssen um Finanzen kümmern. Da vertraue ich wirklich auf die Finanzfachleute und ich hoffe, wir können da weitermachen. Ich sehe einfach, dass die Schweiz ein Reichsland ist. Ich sehe, dass Appenzell ein reicher Kanton ist. Und wenn man Geld investiert, denke ich, ist es sicher gut, wenn man investiert in Gesundheit. Also, und jeder von uns allen, wo mal krank wird oder etwas hat, man ist nachher Gott davon, man hätte ein gutes funktionierendes Gesundheitssystem. Also, gut. Ich glaube, die Diskussion hat gezeigt, Sie haben eine schwierige Aufgabe, um nachher dann eben noch abzustimmen, dafür oder dagegen. Jetzt sind auch einverstanden, weil ich den Kreis öffne, dass wir auch dem Publikum die Möglichkeit geben,